20 Teilnehmer, aber auch nochmal hier, sehen wir ja bei den Hexen nochmal, was wir bei den Hessträgern schon gesagt haben, die tolle Maske, die machen auch noch Formationen, wie du gerade sehen kannst. Gucke, dass noch nicht runterfallen. Ja, je länger der Zug geht, desto größer ist irgendwie die Gefahr, dass du einer abstürzt. Und dann nachher mal die Schreiberei bei der Versicherung. Ne? Oh, wenn ja. dann, ach Gott, wenn Furchtbar. Was passiert ist. Der Vorsitzende ist der Rolf Barb, der ist doch auch dabei. Jetzt ist er wahrscheinlich schwer zu erkennen. Ich kenne ihn zwar, er ist nicht klein und auch nicht schmal, aber durch die Maske für mich hier auch jetzt nicht auszumachen. Nee, also ich muss sagen, dass wahrscheinlich die eigene Mutter ihn nicht erkennen würde, so wie der verbotzt ist. Der Michael guckt ganz bewundernd. Hat es ja bisher noch nicht geschafft auf einer Formation. Und da haben wir wieder eine Hexengruppe, die Finninger Brunnenhexen. Die sind jetzt tatsächlich mal von weiter weg. Wobei Finninge, wie du auch bestimmt weißt, Bermesenser Kennzeichen hat, Südwestpfalz. Aber ich sag mal so, von Neinkeier ist es ein Stück. Ja, das ist nicht alle, dass in die Eva gehen. Ne? Bei mir von Neunkirchen noch Kastel fahre zum Beispiel. Kastel im Nordsaarland. Im Nordsaarland, das ist schon halb die Weltreise. Ne? Ja, und das ist auch nur eine halbe Stunde. Genau. Oder 40 Minuten, wenn man. Genau. Aber die Finninger Hexe im Übrigen ganz interessant, die treten auch bei Kaffeesitzungen auf. Ich habe da mal im Internet ein bisschen gesucht und habe einen schönen Auftritt in Winzle gefunden, das Aachener Ortsteil von Bermesens. Ich bin in Bermesens geboren, das habe ich gar nicht verraten. Wie konnte denn das passieren? Ich bin ein Pelzer, ich weiß. Oh Gott, ich habe es erst jetzt gesagt, ich habe extra lang gewartet. Wie lange bist du dann schon im Saarland? Seit ich 7 bin. Na gut, dann das ist okay. Ist noch gar nicht so lang, gell? Jo. Nee. Aber ich sag mal, alles ab 30 Jahren ist da nee. Eingebürgert. Also, gut, meine Kinder sind am Saarland geboren, also haben wir das geklärt. Und schon eine Frau aus dem Saarland, ne? Ja, es ist in Ordnung. Im Saarland findet nicht jeder eine Frau. Du darfst sitzen bleiben. Karnevalsverein Blau-Weiß-Friedrichsthal. Jawohl. Auch ein ganz großer Verein, oder? Wir sind eins, ist das Motto. Im Übrigen, in Friedrichsthal ist ein Zug ausgefallen. Aufgrund Sicherheitsauflage. Aha. Deshalb sind sie hier bei uns dabei. Sie sind normalerweise nicht da, weil sie auch am Rosenmontag selbst schon Umzug haben. Also ein besonderes Event sozusagen, ne? Genau. Und jetzt kommt nochmal Gucke-Musik. Saarländische Gucke-Musik. Echte saarländische Gucke-Musik. Note Pirate Gucke. Note Pirate aus Sulzbach. Erster Vorsitzender Sebastian Schuck. Gibt es mittlerweile auch schon fast 10 Jahre, 2009 gegründet. Ich finde auch im Saarland sehr präsent, weil es gibt halt nicht so viele Gucke-Musiker und ja. wie du auch siehst, eine recht große Gruppe, auch alle Instrumente besetzt. So, jetzt war das, das ist der Wahn, wo ich eben schon kurz drüber gesprochen habe. Neunkircher Prinzgesindel e.V. Und zwar e.V. genau geschrieben, wie es da drauf steht. Eine ganz interessante Geschichte, der Wahn, Hanse aus Hannover, müssen abholen. Alles ehemalige Prinze und Prinzessin auf dem Wahn. Und diese Formation hat sich 2011 gegründet. Ralf Kalajkowitsch war auch einer der Mitbegründer, er ist ein bisschen der Vorsitzende der Vereinigung. Und in der Warnhanse aus der Nähe von Hannover müssen sie da runterfahren, 15 Stunden unterwegs, weil sie durfte nur 40 fahren. Und vor uns sind 22.000 Rose, sind hier an dem Warn dran. Und der V auf drauf. Stoffrose sind das. Da haben wir dann der Joachim Kemmer, der ist doch, glaube ich, Adelbert. Der war zwar nie Prinz, aber nur Präsident in Furbach. Und zwei Prinzessinnen haben wir, die Petra und die Madeleine. Schöne Prinzessinnen. Genau, wir haben immer schöne Prinzessinnen. Da sind noch ein paar Prinzessinnen, oh je. Das sind nicht noch die Kerstin, die Severin, der Lothar Schmidt, das ist der Prinzenmarschall, der unsere aktuelle Prinzenpaare auch fährt. Ganz interessante Vereinigung, Prinzgesindel e.V. Und wen haben wir denn da jetzt? FV Neunkirchen 62 e.V. Fußballverein Neunkirchen. Rasensamba statt Hartbadspamba. Ist ein Verein hier in Neunkirchen an der Fernstraße. Sie spielen Fußball noch auf dem Hartplatz. Ich sage immer, für Spaß auf dem Rote Rase. Und sie schaffen jetzt dran, machen sehr rührige Jugendarbeit. Der erste Vorsitzende ist Patrick Martin. Jugendleiter ist Axel Biel. Und sie haben 2016 den Sepp Herberger Preis bekommen für die hervorragende Jugendarbeit. Wieder auch sie
Ein ganzer Jugendspieler. Integration ist ganz groß geschrieben bei denen. Als städtischer Verein bleibt es nicht aus. Wir haben dort auch viele Leute, die hier aus dem Stadtbereich dort aus verschiedenen Gesellschaftsgruppen integriert sind. Wir haben auch von Flüchtlingen dort Kinder untergehabt. Inklusion, also wirklich ganz toll gemacht. Und mir drücke die Daumen, dass sie dann irgendwann mal ihr grüner Sportplatz bekommen. Ob Kunst oder Echtstraße, dürft wahrscheinlich keine Rolle spielen. Es muss aber wieder passen mit der Pinunze, wie immer. Wen haben wir denn da jetzt? Der Kölsche Jung. So ist es, das China-Haus vom Klaus. Klaus Otte, Unternehmer hier in Neunkirche, der in jedem Jahr mit diesem nicht unauffälligen Wagen immer tolle Präsente und das Volk bringt. In diesem Jahr sind es da schon mal Panda-Bär, oder? Ja, genau. Stofftiercher. Schön. Das so könnte man ja mal ins Screen jetzt für dich, ne? Das so weit schmeißen, das schafft ja gar keiner. Aber sind auch Panda-Bären drin, ne? Genau, genau. Als Panda-Bären verkleidet. Und der macht das quasi jedes Jahr einfach nur. Genau, also ein toller Wagen. Ist im Export-Import tätig, der Herr Otte. Und erleichtert sich den Spaß, den große Wagen hier dann immer mitfahren zu lassen. Und wie gesagt, die Großzügigkeit der Geschenke zeigt schon an, dass er da was investiert. Kommt er dann aus Köln? Nee, nee. Ich gar nicht. Das ist eigentlich, soweit ich weiß, so aus Wellesvilla. Aus Wellesvilla? Ah ja. Ort an sich, ja. Aber ein schöner Wagen, auf jeden Fall. Guck mal, da gibt's ja was. Hansa, eigener Schlachtruf. Man versteht's hier oben gerade. Ich versteh's gerade nicht, aber. Klingt fast so. Ja, ich muss ja sagen, dass ich normalerweise als Präsident hier immer bei uns auf dem Wagen bin und ich finde Zug immer erst am Ende. Und wir stellen uns dann ohne immer auf, wo der finale Punkt ist in der Lindeallee und lassen die andere Waage vorbeifahren. Und da kriege ich irgendwie nicht so die ganze Impression vom Zug mit, weil der Zug ist dort fertig. Und da sind sie nicht mehr so aktiv, die Wellen sind leer, es gibt kein Kitz mehr. Aber hier die kleinen und großen Pandas, die da unter die Leute gebracht werden, die sollte reichen bis runter. Ja. Also es sieht, sagen wir mal, es sieht, man sieht noch ordentlich Material auf dem Wagen. Ja, ja. Und eine eigene Beschallung haben sie auch und dabei. Immer laut. Aber es gehört irgendwo ein bisschen dazu, dass es ein bisschen Halligalli ist beim Umzug. Klar. Aber hier siehst du auch wieder das Problem. Die Ordner müssen gucken, bei denen eine große Waage, ach, wenn jetzt so die Pandas und das Volk gemischt wäre, dass keiner zu nah ins Auto kommt. Ja. Sicherheit geht vor. Und auch etliche Leute, Besatzung auf dem Auto. Wer kommt da? Jetzt. Zeitbote Saarland. Jawohl. Die Ratten auf hoher See. Genau. Ist auch ein Medium, ist eine Zeitung hier im Saarland. Das ist ja kritische Zeitung, kann man ruhig mal sagen. Deren Ansprechpartner bzw. der Chef dort ist Brandon Lee Posse, der auch immer auf der Veranstaltung ist, er Bilder macht, seine Berichte der Karnevalsveranstaltung, Fasnachtsveranstaltung. Wir sagen ja Fasnacht bei uns. Ja. Nicht Fasching. Das ist nee, Fasen. Wenn du bei uns Fasching sagst, das ist ganz zu schlecht. Recht. Ja, genau. Also muss ich jetzt mal sagen. Genau, genau. Ich krieg's auch mal in die Nerven, wenn du nach Fasching sagst. Sind doch die Unterschiede, wo Fasnacht gesagt wird, Karneval, Fasching oder Fastelovend. Und das sind auf jeden Fall Piraten, das sieht man. Genau, das passt auch zu der Zeitschrift. Was haben wir denn da für einen gelben Held? Wer ist das? Der Doppellappes? Doppellappes. Nee. Unter dem Meer. Der wollte eine Meerjungfrau werden. So ähnlich kann es dir nur sein, aber das sieht mir eher nur, nur einer von den Superhelden aus. Oder gibt es einer, der so aussieht? Ich glaube, er weiß es selber nicht. Das ist manchmal der Fassort alles schlecht, wenn man nicht genau weiß. Nee. Da kann ein jeder kann halt das in das Kostüm interpretieren, was er gern hält. Genau, genau. Und sind alle froh. Aber er hat Fisch bei sich, er hat eine Meerjungfrau. Ich denke, er kommt, er kommt aus dem Wasser auf jeden Fall. Und jetzt kommt ein Gerät, was wirklich vor guter Laune nur so sprüht. Die Landjugend St. Wendel ist das. Da steht zwar Traktor, aber Traktor ist glaube ich schon ein Trieb, oder? Das ist ja enorm. Gegründet 2000. Der Reifen ist so groß wie ein Haus. Genau. Gegründet 2014. Dort sind die Vorsitzenden Martin Stoll. Und guck mal, wer in diesem riesen Traktor sitzt. Ach, wer anders als Michael Friedel? Vor Ort. Wie bist du denn da hochkommen, Michael? Also es war nicht so schwer, hier drauf zu kommen. Ja, ich wollte ja eigentlich hinten drauf auf den Anhänger bei der Landjugend.
Da habe ich schon einen Traktor gesehen und den gehe ich dort drauf. Das macht noch viel mehr Spaß. Was für ein schöner Abschluss, ja, fast Abschluss für diesen wunderbaren Umzug. Wettertechnisch war alles mit dabei. Wir haben in der Sonne angefangen, wir haben Schnee gehabt und zum Schluss haben wir noch immer Sonne. Und ich fahre jetzt genau so jetzt hier aus diesem Umzug raus und freue mich, wenn wir uns vielleicht nachher noch mal irgendwo sehen. Vielleicht im aktuellen Bericht. Ich weiß, ihr macht noch ein bisschen weiter da oben. Genießt es, aber für mich ist es getan. Tschüss. Tschüss, Michael, bis später. Ja, es war wirklich ein super Umzug. Ich sage vielen Dank an meinen Moderationspartner hier, Martin Böck, Präsident der Bronnebutzer. Hat dir auch gefallen? Natürlich. Immer gerne wieder. Ich bin Verena Sierra. War schön, dass Sie uns zugeschaut haben. Und bis zum nächsten Mal. Ali Hopp. Und wie sagt man hier? Hajo. 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 Hallo zusammen! Einfach